Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich führe eine Gruppe Aussätziger zum Spital in Corny. Der französische General hat mich passieren lassen. Ich bitte euch um die gleiche Gunst, in Gottes und des Heiligen Vaters Namen. Wartet hier einen Augenblick, Pater. Ich werde im Hauptquartier um Erlaubnis fragen. Danke, Monsieur. Auf die Nordseite die Artillerie. Mein General, ein Mönch bittet mit einer Gruppe Aussätziger, unsere Linien passieren zu dürfen. Sind es viele? Nur 8 Mann, geführt von dem Mönch. Lasst sie passieren. Ja, mein General. Ein paar Soldaten sollen sie begleiten und um das Lager herumführen. Diese Pest ist gefährlich. Ja, mein General. Wenn ihr erlaubt, mein General, werde ich selbst alles überwachen. Wer sagt uns, dass es wirklich Aussätzige sind? Seht nach. Der Segen Gottes sei mit euch, Herr Offizier. Ihr kommt aus Casal? Ja, Herr Offizier. Ich werde euch durchlassen. Aber erst muss ich wissen, ob eure Schützlinge auch wirklich Aussätzige sind. Wie ihr wollt. Nur sage ich euch gleich, für den Soldaten, der sich davon überzeugt, wird der Anblick schwer zu ertragen sein. Ich werde das selbst machen und ich werde es ertragen. Ja, ihr könnt passieren. Danke, Herr Offizier. Weiter! Halt!
ne? Was sagt er da? Sie verdoppeln die Patrouillen und lassen Spürhunde los. Los, weiter! Ich habe die beiden sofort wiedererkannt. Ohne diese blöden Aussätzigen hätten wir sie erwischt. Bringt sie her, lebend oder tot. Da sind bestimmt Boten von Torras. Sie dürfen nicht entkommen, Ricardo. Wenn nötig, verfolgt sie bis ans Herzogtum Savoyen. Ihr habt alle Vollmacht. Ich danke euch, Don Alonso. Ich werde die beiden schon finden. Ist das die Hütte? Ja, sicher, die Hütte unseres Vertrauensmannes. Er ist Savoyardo und lebt diesseits der Grenze. Was soll das? Wer seid ihr? Wer bist du? Bist du der Grenzgänger? Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Geht doch zum Teufel! Wir sind Franzosen. Bring uns rüber, wir zahlen dafür. Ach so, rüber wollt ihr? Sagt das doch gleich. Los, kommt rein. Kommt ihr aus Casal? Ja. Alle aus Casal wurden abgefangen. Ja, ja, die Spanier haben überall ihre Spione. Ich muss mich verdammt vorsehen. Na, was ist denn? Die Suppe her, macht schon. Kommt, setzt euch. Morgen früh haben wir einen langen Weg über die Berge zurückzulegen. Also gehen wir früh schlafen. Warum nicht heute Nacht? Unmöglich, der Mond scheint nicht. Es ist stockdunkel, ich würde nicht zurückfinden. Noch vor Sonnenaufgang werde ich euch wecken und dann geht's los. Hey, die Suppe. Nanu, habt ihr keinen Wein? Wo denkt ihr hin, Monsieur? Wir sind arm. Das Grenzgehen bringt wohl nichts ein. Ah, heute nicht mehr. Früher, da gab's noch so ein bisschen zu schmuggeln. Oder man brachte Leute unter, bei denen irgendwas nicht stimmte und die jeden Preis zahlten. Wisst ihr, was uns am meisten schadet? Das sind diese Banden von Deserteuren. Ja, diese Deserteure, die sind überall und nirgends und machen die Straßen unsicher. Na, wer hat denn da überhaupt noch Lust rumzureisen? Das sind die Spanier. Sie durchstreifen die Gegend mit ihren Hunden. Wenn sie hierher kommen, versteckt euch schnell hinten im Schuppen. Das Übrige mache ich schon. Nein, ich werde hinter dir stehen. Eine Bewegung, du bist ein toter Mann. Vertraut ihr mir etwa nicht? Doch, aber ich sehe mich vor. Hört ihr? Sie reiten weiter. Gehen wir schlafen, denn jetzt haben wir die ganze Nacht über Ruhe. Monsieur, ich glaube, der Grenzgänger hat sich rausgeschlichen. Nee, man sieht nichts. Du Kleine, sag mal, wo ist dein Vater hingegangen? Er gräbt draußen das Loch. Das Loch? Welches Loch?
Das Loch, in das man die Herren zum Schlafen legt. Die Herren, die so schöne Kleider haben. Komm, zeig mir doch mal die schönen Kleider, ja? Sei lieb und zeig sie mir mal. Darum sind also die Boten von Thoras nicht durchgekommen. Französische Uniformen. Wir sitzen in einer Falle. Achtung, er kommt. Schnell, geh nach rüber. So. Wo warst du? Antworte oder stirb! Gnade! Gnade, Monsieur, ich habe wirklich keine Schuld. Wenn ich den Spaniern nicht Bescheid gebe, sobald irgendjemand zu mir kommt, dann brennen sie uns das Haus nieder und töten uns alle. Du verkaufst also deine Kunden an die Spanier, Dreckskerl. Was soll ich tun? Sie kommen her und nehmen sie mit in den Wald, um sie dort zu foltern. Und hinterher begrabe ich sie dann. Du hast ihnen also auch erzählt, dass wir hier sind. Antworte, Mensch! Soll er hängen oder soll ich ihm die Kehle durchschneiden? Nein, lass ihn. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn nachher die Spanier kommen. Los, fort von hier! Im Wagen der Geistlichen, da werden wir sicherer als unter dem Schutz von 100 Kanonen. Der Vatikan ist neutral. Was mit ihnen zu tun hat, ist unantastbar, auch für die Spanier. Gehen wir hin? Wir gehen hin. Avanti! Ecco! Spingi! Forza! Attenzione, Domine! Grazie. Mille grazie. Stets zu euren Diensten, Monsieur. Ihr seid Franzose? Ja, wir kommen aus Florenz. Unterwegs haben uns Banditen überfallen und Pferde und Gepäck abgenommen. Nun müssen wir zu Fuß weiter. Wo wollt ihr hin? Nach Menton. Zu Fuß nach Menton? Madonna! Vielleicht nimmt uns eine gutherzige Seele ein Stück mit. Chevalier Recchi. Prego, prego. E Giulio, è pericoloso. Sta zitto, prendi. Sì, avanti, avanti! Wenn ihr der Chevalier Recchi seid, seid ihr doch Italiener. Ich kenne die Recchis in Rom. Ja, das sind meine Vetter. Mein Vater hat die Comtesse de Monontreuil geheiratet, eine Französin. Wir wohnen in Paris. In Paris? Ihr wohnt in Paris? Ach, Paris. Und vor allem Monsieur le Cardinal de Richelieu. Was für ein Mann. Wie gewandt. Welch ein Diplomat. Ja, ich habe schon mit ihm zu tun gehabt. Ihr kennt Kardinal de Richelieu? Ich wurde ihm bereits bei Hofe vorgestellt. Dann kennt ihr sicher auch Pater Joseph, die graue Eminenz. Sehr gut sogar. Es ist Zeit, dass ihr wisst, wer ich bin. Abbé Jules. Jules Mazarin, ja, erster Sekretär seiner Heiligkeit in Rom. Zuerst war ich bei den Soldaten, begriff aber schnell, dass nicht die Waffen das letzte Wort haben, sondern die Diplomaten. Ich verließ also die Armee und trat in den Dienst Gottes. Und der Menschheit. Mein Begleiter, Bodinelli, ebenfalls in Diensten seiner Heiligkeit. E quando un mortale mangia delle carni, non è un peccato. Delle carni? Non è un peccato, caro, gli assicuri. Sua Santità, io ho autorizzato, altrimenti non li farà. Così va bene, così va bene. Abbé Budinelli regt sich darüber auf, dass wir heute am Freitag dies Hühnchen essen. Ich habe ihm gesagt, seine Heiligkeit hat mich dazu ermächtigt. Io sono autorizzato? Dieser Budinelli ist ein Moralprediger. Ein richtiger Mönch der Renaissance. Zu heftig, zu starrköpfig und ohne jeden Sinn für Politik. Ohne jeden. Hühnchen, ich taufe dich Karpfen. Politik, mein Lieber. Chianti, ich erkläre dich zu einfachem Flusswasser. Nur Politik. Ich begehre. Ich gebe einem Armen einen Dukaten. Auch Politik. Was ich sage, was ich tue, alles ist Politik. Ihr reist in einem Auftrag? Staatsgeheimnis, Chevalier. Da ihr Freund des Kardinals seid, will ich euch anvertrauen, dass mich seine Heiligkeit auserwählt hat,
im derzeitigen Streit zwischen Spanien und Frankreich zu vermitteln. Ich bin gewiss, Seine Heiligkeit hätte keine bessere Wahl treffen können. Dieser Meinung ist nicht jeder. Aber wenn es die eure ist, will ich euch gerne gestehen, es ist auch die meine. Giulio, per piacere, non giocare! Ah, Carlo, non ricominciare. Ihr habt die Seele eines starkköpfigen Protestanten. Kartenspielen ist noch nie eine Sünde gewesen. Ihr seid dran, Chevalier. Giù! Ma guarda, che ha fatto cadere la carta! Ihr werdet nie Sinn für Politik haben. Aber ich natürlich. Ihr könnt es noch weit bringen, Monsieur Labbé. Sehr weit. Wie der Kardinal. Mehr will ich nicht, Chevalier. Wie der Kardinal. Domine exaudi vocem meam. Ecco un avamposto espagnolo. Was? Ein spanischer Posten? Si. Das muss der letzte vor der Grenze sein. Monsieur Labbé, darf ich euch bitten, den Wagen anzuhalten? Mein Begleiter und ich gehen zu Fuß weiter. Einen Freund des Kardinals setze ich nicht auf die Straße. Ich will den Spaniern aus dem Weg gehen. Natürlich, als Franzose. Hab keine Sorge. Aber Monsieur Labbé, ihr müsst wissen, dass... Gar nichts will ich wissen. Ihr gehört zu meiner Begleitung. Das Kreuz schützt euch. Ja? Seine Exzellenz, der Abbé Mazarin. Worum handelt es sich? Wir haben Befehl erhalten, Eurer Exzellenz die Reise zu erleichtern. Soll ich Eurer Exzellenz nicht lieber eine Eskorte Soldaten bis zum Grenzposten mitgeben? Nein, danke, ich brauche nichts. Weder ich noch meine Begleitung. Dann gute Reise, Exzellenz. Monsieur Labbé, wie soll ich euch danken? Oh, nur ein bescheidener kleiner Dienst. Erzählt davon dem Kardinal, es wird ihn amüsieren. Seid sicher, dass ich das tun werde. Umso besser. Versucht jetzt auch ein wenig zu schlafen. Bis wir im Gasthaus ankommen, ist noch gerade Zeit für ein Nickerchen. Exzellenz, welche Ehre für mich, euch als Gast zu haben. Sie haben das Gepäck. Selbstverständlich habe ich für Eure Exzellenz meine schönsten Zimmer herrichten lassen. Für Seine Exzellenz und Begleitung. Monsieur. Giulio, per piacere, ascoltami. Sprecht Französisch, Carlo. Der Kardinal de Richelieu liebt es, wenn man Französisch spricht. Ich bin kein Franzose, ich bin Italiener. Ich begreife nicht, wie ihr so unvorsichtig sein konntet. Ihr als offizieller Vertreter seiner Heiligkeit schützt leichtfertig einen französischen Flüchtling. Stellt euch bitte mal vor, was für einen Riesenskandal es gibt, wenn die Spanier diese beiden Männer festnehmen würden. Giulio, wie wollt ihr denn seine Heiligkeit bei den Verhandlungen vertreten? Der Vatikan ist neutral. Es darf auch nicht den allergeringsten Zweifel an seiner Heiligkeit geben. Also wirklich, ich frage euch, wie wollt ihr jetzt den Auftrag seiner Heiligkeit erfüllen? Das frage ich mich auch. Ja, das frage ich mich auch. Andererseits, wenn wir den Chevalier de Recchi wirklich im Stich lassen, was wird dann der Kardinal von mir denken? Der Kardinal, der Kardinal. Immer habt ihr nur den Kardinal im Sinn. Bodinelli, die Heilige Kirche, unsere Mutter, hat in dem Kardinal einen klugen Diener, der einen guten Dienst, den wir ihm erweisen würden, nie vergisst. Ja, vielleicht. Trotzdem bin ich eurer Meinung. Zur Politik gehört auch die Vorsicht. Wisst also bereits jetzt, morgen bin ich krank. Ich werde die Grippe haben. Die spanische Grippe, versteht sich. Wir reisen also nicht weiter. Ja, aber das ändert doch nichts. Oh doch, alles. Denn ich lasse den Chevalier de Recchi seine Reise selbstverständlich in meiner Kutsche fortsetzen. Er hat sicher einen Auftrag zu erfüllen. Er wird diese einzigartige Gelegenheit vor den Spaniern sicher zu sein benutzen. Und ich habe ihm sogar dabei geholfen, ohne mich zu kompromittieren. Versteht ihr? Wenn die Spanier trotzdem hinter diesen kleinen Betrug kommen sollten und ihn festnehmen, kann ich immer behaupten, es sei ohne mein Wissen geschehen. Ihr sagt euch von ihm los?
Nein, ich sage mich nicht von ihm los. Er steht weiter unter meinem Schutz. Aber wenn sich jemals für ihn die Lage verschlechtern sollte, was ich ihm nicht wünschen würde, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Begreift ihr? Das ist eben Politik. Politik? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn einfach fallen lassen. Was mir am besten gefällt, ist das Essen hier. Wer weiß, was die Zukunft uns bringt. Genießen wir also die Gegenwart. Bis jetzt haben wir uns doch ganz gut durchgeschlagen, oder? Sagen wir lieber, wir haben Glück gehabt. Aber das mit dem Glück ist genau wie mit den Frauen, Monsieur. Man kann beiden nicht trauen. Tja, das Glück der Blainville, würde meine Tante sagen. Komm, schlafen wir ein bisschen. Morgen ist ein schwerer Tag.